So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir ein Uncleared Troll Level leider nicht als First geklärt, aber zumindest haben wir es geklärt. Und jetzt sind wir in diesem Level hier. Das ist auch uncleared, aber es wirkt tatsächlich cool. Ich möchte es mal gerne probieren. Und ich habe das letzte Mal gesehen, ich kann den Helm behalten, wenn ich. Das ist nicht mein Ernst. Holy shit, war das dämlich. Ich kann den Helm behalten, wenn ich mich nicht komplett dämlich anstelle. Das ist jetzt auch nicht mein Ernst. Mann! Oh. Okay, aber wir werden den Helm behalten. Mal kurz gucken, ob es mittlerweile geklärt wurde. Sieht nicht so aus. Wobei ich nicht weiß, ob es dann den Rekord hier einsetzen würde, wenn es zwischendurch geklärt wird. Das weiß ich nicht. Ma oh, meine Nerven. Ich will doch nur den blöden Helm behalten. So, und jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Weiß nicht, warum ich es mir vorhin so schwierig gemacht habe. Real talk. Okay. Gut, die Lava steigt gar nicht so weit, wie wir dachten. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Alles easy. Nur, dass der Wickler abhaut, ist halt ein bisschen dumm. Jetzt ist er nämlich wieder weg. Toll! Ich muss also wirklich sofort hoch. Ansonsten ist der halt einfach weg. Wofür ist der denn off hier? Also einige Dinge verstehe ich noch nicht so ganz, aber ich denke, wir werden der Sache auf den Grund gehen können. Irgendwie. Ich frage mich gerade. Ja, das frage ich mich nicht. No? Das war nicht, was ich testen wollte. Ich wollte gucken, wie hoch das gebaut ist. Ob man vielleicht einfach drüber kann. Man weiß es ja nicht. Einfach mal testen. Nein, da komme ich nicht drüber. Okay. Schade. Es war ein Versuch. Zack. So. Wie komme ich jetzt schnell genug an den Wiggler ran? Weil guck mal, der läuft ja hier gerade los und ist schon weg. Muss ich hier einfach warten? Das ist doch komplett dumm. Kommt der von selbst wieder? Ich meine, der läuft hier los. Und das war's. Es kann doch nicht sein, dass ich hier warten muss auf den Typen. Wow. Ich muss auf den Typen warten. Das ist ja komplett dumm gebaut. Ach so, dafür brauche ich den On-Off. Verstanden. Ja, dann haben wir jetzt den Checkpoint. Das ist doch schon mal was. Ja, nice. Pilz kriegen wir immer wieder nach dem Checkpoint. Dann haben wir hier jetzt Lemmy, ja? Und dann kriegen wir direkt wieder einen Pilz.
Wenn wir uns nicht komplett dumm anstellen. Okay. Sollte aber kein zu großes Problem darstellen, der Kampf. Zack. Zack, zack. Und noch einmal. Zack. Und nü? Jetzt komme ich am Anfang wieder raus, krieg einen Stern. Dann machen wir anscheinend einen. Oh, da ist das Ziel. Wait, komme ich direkt zum Ziel? No! No! Yes! Oh mein Gott! Das war ja gar nicht so schlimm, das Level. Lul. Okay. Okay. Komm schon. Okay, ist aber vom 30.06. Dass das jetzt geklaut wurde, kann man nachvollziehen. Es ist relativ aktuell gewesen. 24.09.2019. Rätsel. Let's go. Also wenn mir da jetzt einer den First Clear wegschnappt, wenn ich es überhaupt clearen kann, dann bin ich mad. Okay, ich kann da schon mal nichts rausholen. Ja. Das ist ja super. Ist das ein Troll-Level? Ist es Pick-a-Box oder was? Was soll man hier tun? Es ist Pick-a-Box. Also, irgendeine von den Kisten ist dann die richtige. Oder wie? Das ist Ziel. Aber wenn hier das Ziel ist, kann ja in der Zwischenwelt nicht die richtige Box sein. Ich meine, was kann in den Boxen drin sein, dass man zum Ziel kommt? Mir fällt nur ein einziges Item ein, was Sinn ergibt. Na, okay, es gäbe mehrere Items. Ich gucke jetzt mal kurz, was hier am Rand abgeht. Okay. Okay, aber wenn es so aufgebaut ist wie hier, was wird es mir jetzt nützen, wenn hier oben zum Beispiel, keine Ahnung, ein Pilz oder so drin ist? Richtig. Nichts. Dann kann da ja nichts sein, was mir was bringt. Das Einzige, was mir was nützen würde, und dann käme ich ins Ziel, wäre, wenn hier die Blöcke aufgehen. Das kann der Fall sein, wenn hier zum Beispiel ein Pilz drin ist oder eine Bombe. Also muss ich doch nur die untere Reihe hier durchtesten. Sehe ich das richtig? Das ist die 2 gewesen. Das ist die 3 gewesen. Oder verstehe ich irgendwas falsch? Na, ich meine, der Weg da unten führt ja zum Ziel. Wenn also in einer von den Boxen ein Pilz drin ist, habe ich gewonnen. Und wenn in einer von den Boxen eine Bombe drin ist, habe ich gewonnen. Jetzt gehe ich in die 5. Und woanders würde es mir nichts nützen. Weil, selbst wenn da ein Pilz drin ist, ich komme ja nicht mehr raus. Ne? So, 4, 5, 6 gehe ich jetzt.
Jetzt muss ich in die 7 gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn meine Theorie falsch ist, habe ich jetzt sowieso verloren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also jetzt die 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann gehen wir jetzt die 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. P-Switch könnte es übrigens auch sein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Aber würde mir ein P-Switch in den oberen Reihen was nützen? Ich käme ja nicht mehr raus. Ne? 10, 11, 12, 13. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Es muss in der unteren Reihe. Ich kann es mir nicht anders. Ich kann mir kein Item vorstellen, was mir woanders was bringen soll. Jetzt habe ich nicht gezählt. F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jetzt sind die 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Mein, klar, es könnte noch so gemein sein und hier irgendwo ein versteckter Block dann drin sein oder sowas. Das wäre auch noch möglich, aber... Ja, das wäre auch wieder dumm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir müssen ja auch bald schon ankommen, oder? An der Wand hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, hat man das nicht gerade? War auch ein Geist. Ich... Fies wäre es natürlich, wenn ich hier am Anfang einfach ein Pilz wäre. Aber auch das ist natürlich zuzutrauen. Ja gut, das ist natürlich zuzutrauen, dass hier über irgendwo ein Pilz ist in der Ecke. Und gar keine von den Boxen. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na, dass gar keine von den Boxen richtig ist, aber das wäre fies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in einer Reihe. Oh mein Gott. Aber hier, das führt halt zum Ziel. Wenn ich hier kaputt kriege, komme ich zum Ziel. Das ist das Ding. Also jetzt muss ich hier rein. Die dritte vom letzten. Ah, es ist halt... Oh mein Gott.
guck nochmal in den Raum. Aber ich verstehe halt nicht, was der Raum mir bringen soll. Na, ich meine, was soll denn hier? Was soll mir denn hier eine Box bringen? Es... Oh, shit. Da ist eine Röhre. Wo führt denn die hin? Ach so. Oh nein. Oh nein. Oh no. Aus jeder dieser Boxen könnte ich auch zu einer Röhre kommen. Die Röhre wiederum könnte... Jetzt hat es eine abgeschlossen. Das Level war von 24.09.2019. Ich fange es an zu spielen und einer schließt es ab. Wow. Aber jetzt könnte ich mal gucken. Also jetzt werde ich es auch nicht mehr spielen. Ob die Röhre zum Ziel hätte geführt. Ja, die Röhre könnte zum Ziel führen. Oh mein Gott, nee. Aber die obere Reihe, die ist damit wirklich useless. Die obere Reihe scheint wirklich komplett useless zu sein. Also man schafft es in 50 Sekunden zum Ziel. Damit könnte man auch wieder ein bisschen was ausschließen. Na, wahrscheinlich nicht. Alter. Aber es ist von 2019. Wenn ich es jetzt geschafft hätte, zufällig, wäre trotzdem der schneller gewesen. Wie? Ich habe das gerade angefangen zu spielen. Willst du mich veralbern? Das gibt's doch nicht. 24.05.2020, 0 von 33. Drei 50er Münzen. Okay, hier gibt's erstmal einen Pilz. Das Level schreit nach tollem Level-Design auf jeden Fall. Oh my goodness! Okay. Da oben scheint nichts zu sein. Okay, Pilz ist gut. Okay, es bleibt beim Pilz. So, tschüss. Da oben könnte ich rein. Toll. Na, erzähle. Mensch. So, jetzt kann ich mir hier so eine... So eine Treppe bauen nach oben. Genau. Jetzt komme ich in die Tür. Aha. Da haben wir die Münzen, die wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch ins Ziel. Wo ist mein Ziel?
Warum ist mein Ziel nicht in dem Raum? Hey, da ist noch eine. Okay. Also man muss gar nicht die geheimen Münzen da finden. Schade. Dachte, ich bin gut. Da wäre ein Bumerang gewesen. Oh no. Okay, gut. Egal. Oh mein Goodness! Seid ihr noch ganz... Nein! Bei Trost. Gut. Ich meine, das hat gleich funktioniert. Oh, Junge. So, ist aber egal. Ich krieg hier eh die Katze. Und diesmal bin ich einfach nicht dumm. LOL. So, hier sterbt man diesmal nicht. Oh, nice. Genau, was ich brauchte. Oha. Oh, da wäre sogar noch eine. Okay. Das ist jetzt halt nicht so gut mit denen da oben, ne? Die hätte ich mit dem Stern vorher erledigen müssen. Wobei die, ich glaube, mich jetzt hier unten... Können die mir jetzt nichts anhaben? Oh mein Gott, ist das dumm. Okay. Was jetzt? Unnötiger Zwischenraum. Ach du Scheiße. Oh no. Oh, das werde ich doch versauen. Mist. 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 Aber wir haben gesehen, es gibt auch so genug 50er Münzen. Ich muss nicht die holen, die da oben drin sind. Das war nicht der Plan. Hm.
besser. Nobody cares. Eieiei. Frag mich ja, ob ich nicht die Katze behalten sollte. Oha. So viel zur Katze. Und dann können wir uns auch den Hammer wiederholen. Ja. So viel zum Hammer. Ach so ist das eigentlich gedacht. Ja gut. Oh no, jetzt kommt die hier runter. Das haben wir nicht, das habe ich nicht bestellt. Ach Leute, oben wäre ein Goomba-Anzug gewesen. Auch cool. Aber jetzt muss ich trotzdem hier diesen blöden Abschnitt mit dem Ding schaffen. Wait. Komme ich überhaupt nicht? Doch, komme ich. Kritisch. Nein! Okay, okay, alles gut. Die würde ich nicht drücken. Die wollte ich nicht drücken. Aber ich darf sie scheinbar drücken. Es ist scheinbar nicht verboten. Oh. Hier hinter könnten halt Türen sein, ne? Das haben wir letztes Mal gelernt. LOL. Hahaha. Erwischt. Oh. Nein! Ich hätte den P-Switch mitnehmen müssen, oder was? Habe ich es jetzt versaut? Das ist jetzt nicht wahr. Geht die Katzenglocke ist weg. Das ist jetzt nicht so gut, weil jetzt komme ich da nicht mehr drüber. Doch komme ich. Ich hätte halt gerne hier den Pilz. Aber vielleicht kriege ich den Pilz auch einfach nicht. Oh, ich muss einen P-Switch damit reinnehmen. Och, Mann. Hat jetzt mittlerweile jemand abgeschlossen? Sieht nicht so aus. Ich hoffe, die Anzeige verarscht mich da nicht. Ah, dann halt nicht. Ich mach das halt wieder so. I don't care. War hier nicht irgendwo nochmal ein Pilz drin? Ja. Meine Nerven, echt. Wait. Aha. Was ist denn hier?
Hier sind auch Wege. Da ist eine Katze. Moment. Aber da ist nichts. Okay. Was ist hier? Ah, da komme ich hier wieder raus. Hä? Ja, das hat's ja gebracht. Das hat's ja so richtig gebracht. Okay. Aber jetzt muss ich den blöden Abschnitt mit dem mit der Rakete nochmal schaffen. Ah. Kein Fair. Oh mein Gott. Lasst mich alle um Himmels Willen in Ruhe. Nope. Wo war der Stern? Da. So geht's, glaube ich, am schnellsten. Na, super. Ja, das Schnellste ist es immer noch nicht, aber ich glaube, besser als mit dem Hammer. Meine Nerven. Alter. What? Oh mein Gott, ey. Ich dachte schon, ich verhaue das auch noch. So. Jetzt das hier nicht falsch machen. Oh yes. Nice. So. Wir wissen Bescheid, wir nehmen einen P-Switch mit. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Und hoffen wir mal, dass das der richtige Weg ist, ne? Denn es gibt ja keinen Rückweg mehr. Soll ich jetzt dazu sagen? Also P-Switch vorher drücken, dann ist er aktiv, wenn ich durch diese beschissene Tür gehe. Oh. Ich kann einfach drüber laufen. Ich kann über die P-Switch-Blöcke einfach drüber laufen. Wait. Wait, das bringt mir nicht mal was. Wait, das bringt mir nicht mal was. Wo bin ich denn falsch abgebogen?
Wo bin ich falsch abgebogen? What? Nein! Toll. Ich meine, oh mein Gott, nein. Nein. Oh nein, ich habe da eine böse Ahnung. Ich muss gleich Dinge testen. Ich meine, hier sind ja Millionen Röhren, ne? So, mach mal einen Abflug. Du machst auch mal einen Abflug, dass ich hier in Ruhe gleich Dinge testen kann. Tschüss. Gib mir die Blume. Gib mir den Stern. Okay, von den Röhren ist keine begehbar. Das wäre eine Idee gewesen, ne? Aber das war nicht so. Jetzt ist der Stern natürlich weg. Jetzt komme ich durch die Gegner hier nicht mehr durch. F! Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Ach so. Ich hab's nicht auf. Ich hab's nicht eingesammelt. No. Okay. Dann muss ich jetzt hier ganz vorsichtig. Okay, so geht's eigentlich am schnellsten. Ohne dass ich da irgendwas kaputt mache. Auch interessant. So. Hier ist ja nichts weiter Relevantes drin gewesen. Nee. So, dann kriege ich jetzt hier den her. Das war nicht so gut. Okay. Aber da ist auch keine Peace-Switch-Tür oder sowas, ne? Ich sehe da nichts derartiges. Also gut, ich kann jetzt hier drücken. Kann hier runtergehen. Und dann ist hier der Teil offen. Aber da ist ja gar nichts. Ich verstehe nicht, wo ich hin soll. Oh, doch. Ich glaube schon. Eine von den Dingern schiebt mir hundertprozentig hier eine Kanone weg. Und hinter der Kanone ist dann eine Tür. Die nicht. Auch nicht. Die auch nicht. Ja, RIP.
Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gucken uns jetzt mal den Aufbau an. Da müsste man ja das Ziel sehen können. Wait. Müsste man nicht? Ich dachte, man kann das Ziel. Ist das Ziel nicht automatisch? Hä? Wait, what? Ich dachte, ich kann das Ziel sehen, wenn ich da hingucke. Das Ziel ist doch auf der Hauptwelt? Immer hinten? Fragezeichen. Ich verstehe das Level nicht. Aber jetzt bin ich schon so am Rumrätseln bei dem Level. Jetzt will ich es auch hinkriegen. Übersehe ich irgendwas komplett oder ist es ein Trick? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Ist es ein Death Exit oder übersehe ich eigentlich wirklich was? Ich meine, es kann ja sein, dass ich was übersehe. Wait, hier könnte auch noch mal... Oh nein! Hier könnte auch noch mal eine Tür sein, theoretisch, ne? Okay, hier oben nicht. Aber da oben könnte eine sein. Okay, da ist keine Tür. Das ist ja alles hier noch die Hauptwelt. Aber von hier komme ich auch nirgends hin. Jetzt wäre eine Überlegung. Kriege ich die Dinger irgendwie weg? Kann man mit dem Hammer? Die Teile kaputt machen. Geht das? Ich bin mir unschlüssig. Ich muss kurz was testen. Gebt mir Zeit, um Dinge zu testen. Nee. Ja. Jetzt geht's wieder los. Ich brauche 3D World. Ja, ja. Kann ich jetzt... Na... Ah! Gott, Ich hasse es. Kann ich nicht einfach... Also mit dem Pro-Controller eine Welt ein Level bauen ist... Ich will an den Punkt da unten. Wie komme ich dann an den Punkt da unten ran? Ja, toll. Jetzt ist die Hand hier. So. Das geht nur rüber. Wieso geht es nicht? Ah, das ist...
So, okay. Nun, das Ziel ist nämlich, genau, das Ziel ist ja. So, Ziel ist da. Okay. Jetzt brauchen wir. Nein, ich will aus dem. Alter, ich will aus dem Modus ra- Holy shit. Ja, da in den Modus will ich rein. Okay. Achso, wenn ich X drücke, dann komme ich zum Zeiger. Okay, ah mein Gott, ich lerne es langsam. So. Jetzt brauche ich so eine Kanone. Und den Hammer. So, Hammer, Hammer jetzt ein paar. Jetzt brauche ich eine Kanone. Wo sind die denn? Aber ich kann mich nicht erinnern. Da. So, let's go. Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber muss nicht im. Es muss doch in dem Raum, in dem ich starte, das Ziel sein. Boah, mit welcher Vorrichtung kriege ich denn die Dinger hier? Also dann muss doch da, wo die Teile sind, muss da dann nicht irgendwie das Ziel, die Flagge versteckt sein? Ich weiß es nicht, ob das geht. Aber manchmal ist doch die Flagge so komisch versteckt. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin literally komplett verwirrt. Ja, aber wo ist das Ziel? Kann es sein, dass der Peace wird... Oh... Potenziell. Super. Super. Potenziell könnte natürlich. Aua. Hier gab es doch die Katze, ne? Aber das ist ja ein anderer Raum. Also hier... Ja, das ist der Zwischenraum. Kann, im Zwischenraum kann das Ziel ja nicht sein, richtig? Weil sonst könnte es ja auch hier... Da, aber das habe ich alles kaputt gemacht, da war nichts. Müsste ich ja auch sonst sehen, sonst wäre da unten eine Stange. Das ist kompletter Quatsch. Also hier ist... Ich verstehe den Sinn von dem Teil hier überhaupt nicht, von dem Abschnitt. So, jetzt muss ich aber mal was anderes testen. Kann ich mit den Kisten... Kanonen so ein bisschen verrücken. Toll. Weil irgendwas sagt mir, dass unter der Kanone hier der Zielknopf ist. Es muss doch in dem Raum das Ziel sein, und zwar am Ende des Raumes.
Weil am Anfang hier vorne kann ja nichts sein. Das hätten wir ja dann schon festgestellt, wenn da was wäre. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich völlig auf dem Holzweg. Blitz halt nicht. Ganz komisch. Oh, warte. Was ist mit den Paus? Kann ich mit denen hier irgendwas erreichen? Nein. Das bringt mir auch alles überhaupt nichts. Und diese Dinger hier sind auch alle Teil des ersten Raumes. Das jetzt wieder nicht. Das ist jetzt Teil des zweiten Raumes. Ja, verkackt. Super. Aber mit dem Bumerang erreiche ich ja auch nichts. Aber hier könnte das Ziel halt sein. Weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich völlig lost gerade. Aber es muss doch... Ich habe zu wenig Ahnung von dieser Mario Maker Materie an der Stelle. Ich dachte halt, das Ziel muss... Naja, das ist schon komplett rangezoomt. Irgendwo in dem ersten Bereich, also in diesem Bereich sein. Aber da hier nirgendwo eine Flagge versteckt sein kann. Bliebe doch eigentlich nur das da hinten. Nur da kann eine Flagge versteckt sein. Aber das. Es ist. Okay. Okay. Der Ersteller hat das Level in einer Minute beendet. Eine Minute, um 3x50 Münzen zu sammeln und zum Ziel zu kommen. Eine Minute. Eine Minute. Das heißt, der ganze Quatsch außenrum bis zu dem P-Switch, das ist alles Fake. Weil da ist ja viel mehr als eine Minute rum. Also ich meine, hier kann nichts sein. Das hätten wir gesehen. Gibt es ein Item, womit ich Kanonen kaputt machen kann? Ist da oben vielleicht... Ist da oben vielleicht irgendwas? Lol, wie das... Hä? Das ist ja mal richtig wild aufgebaut gerade. Aber das haben wir ja alles schon hier durchgeguckt, ne? Da war ja nichts weiter. So, hier sind jetzt die Dinger gewesen. So.
Ist es vielleicht irgendein Glitch, dass man auf irgendeine Art und Weise, keine Ahnung, weiß ich nicht, so nach... Das wollte ich nicht. Dass man auf irgendeine Art und Weise sich irgendwie in eine Ecke reinbackt und dadurch ein Ziel auslöst. Das gibt's ja auch in so... Das hatten wir das mal in so einem Geisterhaus zum Beispiel. Dass man so eine Schräge hochläuft und da ist plötzlich das Ziel. Sowas hat man ja auch, glaube ich, mal. Und ich hab's zumindest mal... Ja, leck mich doch. Und ich hab's zumindest mal gesehen. Das, sowas gab's halt auch. Vielleicht gibt es ja sowas Ähnliches hier auch, in dieser Art. Oh, Moment, mir fällt da noch was anderes ein. Okay, hier ist nichts. Hm. Aber hier, das reagiert halt nicht auf mich. Auch hier irgendwie so... Na, das war so meine Idee, dass man irgendwie so vielleicht eine Ecke von dem Ziel auslösen kann. Aber das ist nicht der Fall. Aber ich mein... Ja, das ist der andere Raum. Da kann nichts sein. Aber Dings hier, so, das ist wieder der richtige Raum. Hier könnte irgendwo ein Ziel versteckt sein, aber hier oben halt auch nicht. Das ist alles Quatsch hier. Oh, warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt schon da oben in die Röhre zurückgehe? Komme ich da theoretisch rein? Aber die Minute wäre halt auch längst rum. Ach Mensch. Schneeball? Nee, den kann ich nicht mitnehmen. Den scheiß Schneeball kann ich wieder nicht mitnehmen. Es kann ja nicht sein, was ewig dauert, wenn es innerhalb von ein paar Minuten durch, also von einer Minute ja sogar nur. Es war ja eine Minute, die der Typ gebraucht hat. Hier oben ist auch nichts. Ich bin überfragt. Bin komplett überfragt. Also was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass das Level nicht normal abgeschlossen wird, so wie wir es dachten. Weil er hat es in einer Minute geschafft. Und alleine hier nach hinten zu laufen und die 50 Münzen zu, die 3x50 Münzen zu sammeln, ist ja schon die Zeit weg. Ich weiß leider nicht, wie man es schafft. Ich muss abbrechen. Ich bin komplett überfragt. Ich bin komplett überfragt. Was könnten wir noch übersehen haben?
was ich wirklich innerhalb von einer Minute schaffe, nach Levelbeginn. Ich weiß es nicht. Ich brauche die Zeit, um die Münzen zu bekommen. So, die sind essentiell, sonst löst sich das Ziel ja gar nicht aus. Also, die brauche ich auf jeden Fall. Das müssen höchstwahrscheinlich dann diese Münzen hier sein. Die da oben. So, andere ergeben gar keinen Sinn. Wenn es nicht die sind, ergibt es gar keinen Sinn. So. Und jetzt sind... Ja, ist eine gute... Sind gute... 30 Sekunden vergangen. Das heißt, man müsste relativ nah am Ziel sein. Dann kommen wir hier wieder raus. Aber das ist jetzt ja der Raum, wo kein Ziel drin sein kann. Das heißt, alles hier ist ja schon fake. Zurück kann ich auch nicht. Wenn ich also hier bin, komme ich nicht mehr zurück. Das heißt, alles, was ich hier jetzt ablaufe, kann nicht zum Ziel gehören, wenn der das innerhalb von einer Minute erreichen kann. Das alles hier kann nicht dazugehören. Wenn man innerhalb von einer Minute das Ziel erreichen kann. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kann nicht dazugehören. Es ergibt keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die haben ja uns auch schon alles angeguckt, ne? Ja. Und auch das wäre ja wieder für eine Minute alles viel zu lang, was ich hier mache. Ich könnte die Katze mir hier noch schnell holen. Aber auch das nützt mir ja nichts. Like, da ist ja nichts. Der ganze Abschnitt hier ist useless. Der ganze Abschnitt hier ist useless. Die Röhre in der Mitte ging ja nicht, ne? Nee. Jetzt sind wir hier. Und hier muss das Ziel versteckt sein. Das ergibt so keinen Sinn. Das ergibt so hardcore keinen Sinn. Wahrscheinlich muss das Ziel da nicht versteckt sein. Wahrscheinlich bin ich genau bei dieser Sache, bei diesem Gedanken auf dem Holzweg. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, kann ich hier eigentlich noch zurück? Hier kann ich noch zurück. Okay, ich muss Dinge testen. Ja, das war nicht der Test, den ich machen wollte.
Ach! Das war auch nicht der Test, den ich machen wollte. Nein! Das wollte ich nicht ganz so. Aber vielleicht funktioniert das auch. Naja, 5 hoch könnte hinhauen. Komm her. Ich will immer noch gucken, ob ich hier in die Röhre nicht reinkomme. Ich meine, es ist ja, ne, die andere Röhre. Aber... Und hier ist ja auch dieser Zielraum. Na, das ist jetzt das da unten. Da oben ist die Röhre, in die ich vorhin rein bin. Ich dachte, vielleicht kann ich hier irgendwas nochmal sehen, aber hier sehe ich auch nichts. Ja, dann komme ich sogar hier raus. Was mir halt überhaupt nichts nützt. Lul. Das haben wir alles hier schon gecheckt. Da war nichts. Nichts konnte ich hier machen. Gar nichts. Literally nichts konnte ich hier tun. Was ich jetzt einmal gerne testen würde. Aua. Die Frage ist, geht das? Das geht jetzt wieder nicht. Da ist auch nichts. Oh shit. Oh lol. Das Blöde ist ja, ich kann den... Ah, ich wollte den eigentlich mal mitnehmen. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Das war nicht, was ich wollte. Lel. Oh, wait, das könnte aber funktionieren. Ah, er ist weg! Scheiße. Für das, was ich testen will, könnte das funktionieren. Aber es ist halt zeitlich, ist es schon wieder viel zu lange, alles. Zeitlich ist das alles schon wieder viel zu lange. Als dass es eine Minute ist, ne? Bis ich da dort bin, vergeht deutlich mehr als eine Minute. Trotzdem, wir müssen das jetzt testen. Es hilft nichts.
Damit. Oh! Ja klar, mit dem Pow-Block könnte ich natürlich schneller das Ganze hinkriegen. Ach so, ich bin ja auch blöd. Ich gehe ja mit dem da hoch. Ich brauche den anderen ja gar nicht. Ach, lass mich halt da hoch, du blödes Vieh. Mann, ey. Nein! Okay, das dauert mir zu lang. So, du weg. Super. Du weg. Mit dem komme ich hoch. Mit dem komme ich hier hoch, theoretisch. Ja. Dann wäre das hier die dritte. Ich kann noch mal kurz gucken wegen den Türen, aber da war hier war nichts anders, ne? Nee, da war hier, also da verschiebt sich, glaube ich, kein Block, so wie ich mir das... Na, shit. So wie ich mir das gedacht habe, verschiebt sich hier kein Block. Schade. Ach ja, hier wäre ja noch mal eine Münze, richtig. Ganz vergessen. Ist aber blöd, dann bin ich jetzt nämlich wieder klein da unten. Das wollte ich ja gerade nicht sein. Shit. Das hilft nichts. Es hilft nichts. Ich muss da wohl jetzt durch wieder. So, bleibt der da jetzt liegen oder geht der screent off, wenn ich da jetzt durchgehe, ne? Schaffe ich wieder nicht. Wenn ich da jetzt durchgehe, ist der weg. Ja, scheiße. Ja, okay, toll. Super. Jetzt habe ich ihn zurückgeworfen. Ich wollte ihn halt... Oh mein Gott. Das nützt mir jetzt halt leider rein gar nichts mehr. Und die Minute wäre eh schon längst. Also. Das wollte ich nicht. Das ist alles der Zielraum hier, aber... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, super. Ach, komm schon. Das war nicht so gut, aber es könnte immer noch funktionieren. Geht es mit einem Vierer auch? Nein, leider nicht. Okay, ein letztes Mal starten wir das noch.
Ich versteh's nicht. Das Level ergibt einfach keinen Sinn. Aber es muss ja irgendwie abgeschlossen worden sein. Und zwar innerhalb einer Minute. Und es kann nicht so komplett versteckt sein, das Ziel. Weil... wir würden ja... ne, also selbst wenn hier irgendwo ein Block wäre oder keine Ahnung. Was soll hier für ein Block sein, der mir was nützt? Das ist die nächste Frage. Na, was soll hier sein? Was ich jetzt halt endlich... also, was ich einmal noch schaffen möchte, das ist so mein Ziel, ist einen P-Switch hierher mitnehmen. Das möchte ich einmal schaffen. Das ist alles. Ich möchte einmal einen P-Switch hier hinkriegen. Mehr verlange ich gar nicht. Einmal einen P-Switch. Och, meine Nerven. Weil rein von der Zeit her ist jetzt die Minute schon wieder um. Ne? Also jetzt ist das Level abgeschlossen. Das kann doch nicht sein. Wie hat er das gemacht? Trotz gleich im Strahl. Alter! Okay, mit dem kann ich es immer noch schaffen. Ich meine, wie gesagt, mein Ziel ist... wow. Danke. Mein Ziel ist, wie gesagt, einfach einen P-Switch einmal hier mit rausnehmen. Das ist ja, das Ziel kann ich mir jetzt ja unabhängig einfach mal vom Level setzen. Das muss ja hinzukriegen sein. Da muss ich jetzt halt hier einfach mal No-Hit durchgehen. Dann ist ja auch schon alles cool. Weil wenn ich hier No-Hit durchgehe, kann ich ja hier den Hit nehmen und kann beim Rückweg wieder den Hit nehmen und habe den P-Switch dabei. So, jetzt kann mir im Prinzip keiner mehr das nehmen, dass ich den P-Switch einmal mitgebracht habe. Das kann mir jetzt im Prinzip keiner mehr nehmen. So, das muss doch jetzt funktionieren. Selbst wenn ich jetzt mich treffen lasse. So. Jetzt muss ich halt nur aufpassen beim Rückweg, dass ich nicht komplett Quatsch mache. Aber im Grunde kann ich diesen kompletten Quatsch jetzt nicht machen. Wenn ich ganz vorsichtig bin, werden wir zumindest mal sehen, ob der P-Switch irgendwas tut, was ich mir erhoffe. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht, was er tun soll. Aber... ich kann mir einfach nichts anderes vorstellen. Gib mir den. Weil alles andere haben wir im ersten Raum doch ausprobiert. Okay, hier hat sich nichts getan. Aber da drüben hat sich ja auch nichts anderes getan. Also da ist ja auch... was soll der P-Switch da drüben bewirken, ne? Scheiße. Ach echt. Und der Pau kann hier auch nichts bringen. Ja, ich bin überfragt. Okay. Ich bin offiziell überfragt. Ihr dürft gerne raten. Gebt mir eine Idee, wie das Level funktioniert. Ich bin raus.
Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.